Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, und herzlich willkommen am Freitag, den 1. September. Jetzt sind wir im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums angekommen. Das ist der Höhepunkt der großen Gerichtsreden Jesu, wo es um den jüngsten Tag geht. Und so müssen wir das berühmte Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, das uns heute gesagt wird, auch verstehen. Da geht es nicht um Kleinigkeiten, da geht es um die Ewigkeit. Und deshalb im Hintergrund der wunderbar dramatisch erzählten Geschichte auch dieser existenzielle Ernst. Also hören Sie. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen! Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderte ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch, geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, wenn man das so unvermittelt hört und auf sich wirken lässt, da erfasst mich immer neu ein Anflug von Abneigung gegen die klugen Jungfrauen, die Guten in der Geschichte, weil die so tüchtig, ja, gut vorbereitet, super, aber auch vernünftig, aber total herzlos erscheinen und den anderen sagen, im Wissen darum, dass jetzt alles kurz vor knapp ist und es auf jede Sekunde ankommt, geht doch zu den Händlern, kauft euch, was ihr braucht. Als wollten sie ihnen sagen, wird eh nichts mehr mit euch. Und deswegen der Kontext, was ist denn in diesen Krügen und was ist das Öl, das man besser mitnimmt, damit die Lampen, wenn man lange warten musste, nicht runterbrennen und dann nicht mehr angezündet werden können, weil der Brennstoff verbraucht ist. Und da kommt das Bild Jesu an seine Grenzen. Es ist halt nicht Öl oder irgendetwas, was man kaufen, teilen kann. Das müssten, wenn die Klugen nicht unmenschlich sind, sie mit den Törichten tun, sondern das Öl in den Krügen ist etwas Unvertretbares und nicht Mitteilbares, etwas, das ein Mensch selber erwerben muss, je nach eigener Art. Das ist die Weise, wie jemand auf Gottes Wort hört und es befolgt, denn so sagt es Jesus. Ihr könnt Herr, Herr rufen, solange ihr wollt. Wenn ihr nicht den Willen meines Vaters im Himmel tut, dann hilft euch das alles nichts. Also den Willen des Vaters im Himmel tun und nicht erst in allerletzter Sekunde, wenn uns das Leben genommen wird und wir Rechenschaft geben müssen, sondern im Lauf unserer Zeit, jetzt unserer Tage, in denen wir Zeit haben, auf Gott zu hören und seinen Willen zu erkennen und uns dann zu bemühen, ihn zu tun. So entsteht das Öl in Krügen, das muss aber jeder selber sammeln, weil wir jeder und jede von uns eben ganz besondere Menschen sind. Also man kann vielleicht warnen und man kann auch darum bitten, andere, dass sie auf Gott hören und versuchen, ihnen zu zeigen, dass man so ein glückliches und gutes Leben führen kann. Aber dann hat sich's schon auch mit der Mitteilbarkeit. Dieses Öl muss jeder selbst gewinnen. Gott segne und behüte Sie alle.